So, jetzt geht's mit dem Nissan Skyline zu einem mittleren Rennen. Ja, getuned habe ich den ein bisschen so auf Oldschool, aber nicht zu alt. So halt Ende der 90er war das voll modern. So, ich kann gut. Also ich kann nicht nur mithalten, ich kann die gut abziehen eigentlich. Aber hier vorne sind auch noch Gegner. Die sind ganz schön schnell. Was ist da los? Warum ist das so? Oh! Der BMW geht ab. Er zieht mich geradezu ab. Digga, warte mal auf mich, Alter. Der nächste. Auch ein BMW, der mich abzieht. Was los? Ich dachte eigentlich, dass ich besser mithalten kann. Da läuft doch irgendwas schief. Chopper, Alter. Was geht? Die BMWs habe ich wieder abgezogen. Ist das. Oh, Mann, Alter. Scheiße. Was soll das, ey? Mist. Der BMW liegt auf dem Dach. Ah, 4 Kilometer haben wir noch. Ja, ich dachte eigentlich, der ist noch zügiger. Oh, die KI ist gerade sehr aggressiv. Was denn los? Ab 200 passiert hier noch nicht viel. Ab 200, naja. Also irgendwie hat der jetzt nicht so. Also mit 500 PS ist der noch nicht so stark. Aber er kann driften. Das ist schon mal positiv. Also ich glaube, ich kann auch noch mal, ich kann mal hier ein Video mehr drehen und ich könnte den mal vielleicht noch ein Motorblock-Tuning machen. Und dann mit dem noch mal ein Driftrennen fahren. Ja, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Weil ich glaube, der lässt sich dann ganz gut driften. Und das werde ich jetzt auch gleich, ohne Umwege, werde ich das versuchen. Und dann nehme ich aber ein Gymkhana, was ich fahre. Aber jetzt machen wir erstmal hier schnell. Also dann nehme ich auch mal andere Reifen. Dann gehe ich ein bisschen auf Drift. Aber das war's auch schon. Mehr will ich da nicht machen. Guck mal, wir haben Nocken, Motor, Steuergerät, Zündung, Elektro. Das ist ja alles noch Standard. Dann mache ich das einmal. Die lasse ich mir noch. Die Zündung mache ich noch. Hoch. Und den höchsten Motorblock, den größten. Und dann hat er nochmal 120 PS mehr. Ganz leicht auf Drift gemacht. Und ja, jetzt kommt das Bodykit. Ey, was denn nun? Hä? Was ist denn inkompatibel jetzt? Optik-Tuning entfernen. Alles außer so. Ah, das sieht schon.
wesentlich geiler aus, Mann. Das kommt schon cool. So. Das ist jetzt dieser. Ich. Hey, nee, ich kann. Muss das nehmen. Ich muss das einfach nehmen. Ja. Wie gesagt, das sieht so cool aus. Jetzt hat der doch auch andere Scheinwerfer. Warum konnte ich die Scheinwerfer denn nicht ganz normal auswählen? Das verstehe ich schon wieder nicht. Das geht in meinen Kopf nicht rein, warum ich das nicht machen kann. Spoilerlippe, da geht nichts mehr. Ist auch in Ordnung, braucht man ja nicht. Ei, das sieht schon sehr geil aus. Ah, wobei ich die gar nicht mal. Ich bin nicht ganz so. So reicht das. Ansonsten. Da ist nichts. Okay, der Auspuff ist gut. Was hier kann ich auch noch? Nee. Ich dachte, ich kann hier noch einen Rahmen machen. Hätte ich zwar nicht gemacht, aber. Jetzt ist die Frage, mache ich vielleicht doch lieber so einen ran. Ich finde den ja ganz gut. Der ist zu krass. Ich nehme den wieder. Und warum kann ich hier die Rückleuchten? Ach so, ja gut. Ist okay, aber hätte man auch wieder zurück ändern können, weißt du? Felgen mache ich dann. Da gehe ich dann auch noch mal ran. So, also könnt ihr verstehen? Also ich eigentlich nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ich hätte das lieber einzeln gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Farbe und Folie entfernen. So, die Farbe ist nicht schön. So, was nehme ich denn da für eine Farbe? Alter, das sieht schon geil aus. Ich glaube, hier will ich gar nichts ändern, man, das guckt euch das an. So ein guter dunkler Rot-Touch, Alter. Wow. Ah nein, ich bin noch nicht fertig. Wobei. Alter, kann ich hier. Hey, so ein Türkis ist auch nicht schlecht. Heißt der Türkis, glaube ich, wa? Das passt auch übelst gut. Ich mache den so, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Dann, nee, hier mache ich nichts hin. Auf die rechte Seite. Da wollte ich ja eigentlich, das wollte ich davor schon machen. Dann habe ich aber doch das Oldschoolige genommen. Was wollte ich denn hier nehmen? War das hier? So ein ganz feiner Streifen war das. Mit einem Ausschlag nach oben. Wo hat denn der? Hä? Alter, ich ist schon wieder. Wo ist denn der jetzt? War das der?
Na gut, wenn ich den so groß mache, sieht das auch schon wieder nicht gut aus. Weil ich müsste den ja mindestens so groß machen. Und dann sieht es auch nicht mehr so klasse aus. Nee, das wird leider nichts. Was passt denn zu so einer Farbe? Eigentlich nicht viel. Da passt eigentlich nicht viel. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist... Tja, lasst mich mal kurz. Das sieht ja auch geil aus, wa? Ich bräuchte eigentlich mehrere Sponsoren-Sticker. Hier sind doch welche. So, welches nehme ich da? Tja, was nehme ich da? BBI. Hankook sieht scheiße aus. Eigentlich sieht das voll geil aus. Na, wo ist es denn? Oh, aber nicht so groß. Ich wollte eigentlich, dass hier was reinpasst. Aber das wird es definitiv nicht. Was kann ich denn daneben? Hankook sieht so komisch aus irgendwie. Aber ich bräuchte was recht geradet. Sieht aber auch nicht doll aus. Ach Mensch. Mir fehlen ein paar Sticker hier. Ganz eindeutig. Aber das könnte was werden. Gut, ach, eigentlich ein bisschen klein. Aber das können wir so ranmachen. Das ist okay. Und Targa Trophy. Bäm. So. Oh Mensch. Okay, das ganz leichtes Tuning. Das ist cool. Das passt. So, jetzt machen wir das hier so rum. Mehr Maß, Maß, Maß. Yeah. Ah, hat schon was. Hinten kommt aber auch was rauf. Da denke ich an eigentlich so an das. Warte mal, warte mal. Guck mal, da mache ich. Oh, gibt es hier nicht noch eins, was... Jo, das. Das und dann das andere drüber klatschen. Das ist cool. Naja. Jo. Das hat schon ein bisschen was. Da muss ich aber auch noch.